Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es einmal ja ein Haul und ich zeige euch einmal mein Mini-Album, so ein kleines Halloween-Mini-Album, was ich jetzt endlich nach einem Jahr mal fertig gebastelt habe. Und nach dem Intro geht's los. Ja, alles hat damit angefangen, dass ich diesen Block gesehen hatte. Das Papier hier, das ist, glaube ich, japanischer Hersteller. Ja, made in Japan bei Ozuka Halloween in Dreamland. Und da sind eben so süße kleine Tierchen mit dabei und einfach schöne Farben und vor allen Dingen auch kein Orange. Das fand ich ganz schön. Und das waren verschiedene Muster immer drin. Den ganzen Block mit 24 Blättern habe ich auch aufgebraucht, außer jetzt, ja, drei Blätter. Und das Schöne ist immer, dass hier noch so kleine Bildchen mit dabei waren in verschiedenen Größen, also hier einmal ein bisschen größer, hier ein bisschen kleiner mit diesen süßen kleinen Motiven, mit dem Elefant, mit dem Teddybären und Rückseite eben war meistens so ein bisschen einfarbiges Papier. Dann hatte man noch die Option, sich hier auch seine Die-Cuts mit rauszuschneiden, aber die waren mir zu klein. Aber ich hatte zu dem Block auch noch eine ganze Tüte Die-Cuts mit dazu bestellt gehabt gleich und die habe ich auch alle mit aufgebraucht. Es waren ganz viele Seiten mit so schönem Motivpapier. Und die habe ich dann auch so gelassen und gar nicht weiter auseinandergeschnitten und habe damit gearbeitet und habe mich eben halt mit dem ganzen Papier durch das Album gekämpft. Habe auch alles, wie gesagt, dann mit aufgebraucht. Und bei der Stanze habe ich mich entschieden gehabt, eine runde Stanze zu nehmen, wo schon drei Löcher mit dabei sind, wo man seine Ringe durchziehen kann. Dann haben wir hier noch eine Stanze zum Leeren, die habe ich auch benutzt und für den Shaker hatte ich noch eine normale Kreisstanze genommen, dass mein Rand ein bisschen dicker ist und ich das auch kleben konnte. Das ist ein Album, ich weiß gar nicht, ob es KS-Craft ist, Andy Store oder Killjip. Einer von den dreien ist es, ich glaube aber KS-Craft. Das soll ein riesen Donut sein. Also hier ist einmal der Donut. Dann kann man hier noch seine Schokosoße machen und die Sprinkles und kann eben halt damit noch einen Shaker machen. Ne? Hier ist ja einmal diese Shaker-Basis, einmal unten drunter das Ganze und kann da so ein Donut-Album machen. Ich glaube, es war KS-Craft. Ja, hat man hier noch Sprinkles dazu und ein paar Lochverstärkungsringe. Aber daraus habe ich einmal dieses Album gewerkelt und ich habe noch, man hatte ja immer, wenn man das einmal rund ausstanzt, habe ich immer diesen Rest gehabt, diese Ecken. Und da habe ich immer eine Tesselstanze mit hineingelegt. So sieht das Ganze aus. Und habe ganz viele Tessel mit ausgestanzt. Und das Schöne ist, dass die einmal so schräg verläuft. Und dadurch hat man total süße Tessel. Zeig euch gleich für den einen oder anderen, der nicht weiß, was Tessel sind, einmal noch dann die Tessel auch am Album. Und ich habe unzählige von diesen Tessel-Caps. Und ich habe so viel in diesem, ja, das ist, glaube ich, Metal Gun. Nennt sich das, glaube ich, dieses Metall. So ein bisschen dunkler ist das ja, gar kein Silber. Und die musste ich mal ein bisschen aufbrauchen. Und deshalb habe ich ganz viele von diesen Tessel gemacht, diese Caps da drauf geklebt und habe das an die ganzen Ringe einmal hinangetüdelt mit ganz viel schwarzer Spitze. Und rausgekommen ist jetzt ein kleines Album. Ohne viel Schnickschnack und ohne viel Steinchen. Ganz simpel. So, ich räume das mal ein bisschen leer und dann kann man das schön sehen. So sieht das Ganze jetzt einmal aus. In Scharf wirkt es natürlich noch ein bisschen anders. Ich habe mich für den dunklen Hintergrund entschieden mit dem ganzen schönen Motivpapier und vorne habe ich ein paar von den Die-Cuts benutzt, habe mit schwarzem Papier gearbeitet. Ich glaube, das war hier dieser schwarze Aquarellblock aus dem Action, den habe ich benutzt und dünnes schwarzes Papier. Hier vorne sehen wir jetzt einmal die drei Löcher immer. Hier habe ich schwarzes Glitzermoosgummi genommen für die Lochverstärkungsringe und das sind Ringe aus dem Teddy, die gab es ja mal für die Mini-Alben. Hier habe ich dann überall immer noch kleine schwarze Spitze mit rangebunden. Ich glaube immer vier kleine Stückchen und das sind jetzt diese Tessel, die ich gemacht habe aus dem ganzen Papier. So sieht das Ganze aus und dadurch, dass sie so eine abflachende Form haben, ich habe Washi-Tape am Finger. Dass die so eine abflachende Form haben, hat man hier so schöne Enden rausgucken. Und da habe ich jetzt immer mit dem Motivpapier gearbeitet und habe dadurch in verschiedenen Varianten die Tessel gemacht. Hier mit dem Blümchen,
Hier oben haben wir nochmal so einen schönen Mintton. Nochmal ein bisschen rosa. Hier haben wir schwarz-weiß. Das ist so eine karierte Seite. Das werdet ihr nachher sehen. Aber ich habe ganz viele gemacht. Das geht total simpel. Man braucht dann nur noch einmal so einen Quillingstab, wo man das Papier dann halt eben mit rollt und dann kann man das ganz simpel mit Kleber einmal in diese Tesselcaps immer diese Tessel reinkleben. Das ist eigentlich total schön, total cool. Also Tesselstanzen ist mal eine sinnvolle Anschaffung. Wer das noch nicht hat, man kann echt schöne Anhänger damit machen. Und ich habe extra das ganz dick beladen und keine Perlen genommen, weil ich keine schwarzen und keine lilanen Perlen habe. Dieses tolle perlmuttfarbene Papier, das ist aus den Action-Kreativblöcken, die man immer da in einem Kilo kauft. Das war da mal mit dabei gewesen. Das leuchtet so schön. Da habe ich mich entschieden gehabt, einmal mit dem Lila zu arbeiten. So, dann kommen wir auch einmal jetzt zur ersten Seite. Ich schlage das mal auf. Und ich habe geguckt, dass ich ein paar Taschen gemacht habe mit Randstanzen. Habe das ein bisschen geleert. Habe hier mit den Die-Cuts gearbeitet und habe mir viereckige Stanzen ausgesucht, die so einen ja, schön gestickten Rahmen haben. Und habe halt diese kleinen Bildchen aus dem ganzen Block hier einfach mit drauf geklebt. Und dann kann auf die Rückseite, kann dann einfach ein Foto. Hier haben wir so einen schönen gestickten Rand. Und mehr habe ich jetzt gar nicht gemacht. Aber dann kann da ein kleines Foto rauf und kann das hier reingesteckt werden. Also ich kann ja noch unzählige kleine schwarze, ja, Bildchen oder Text nachstanzen. Und dann könnte man Fotos raufkleben. Und ich habe ja noch zwei Seiten mit den Motiven habe ich ja noch da. Nächste Seite habe ich einmal auch wieder das Motivpapier so ganz gelassen, dass das zur Geltung kommt. Habe hier nur so einen Schlitz reingemacht und habe jetzt hier einfach was zum Aufklappen gemacht. Und dann könnte man jetzt hier mehrere Fotos einmal so unterkriegen, wieder zusammenklappen und dann passt das schon. Auch noch einen Rahmen ausgestanzt und einfach nur Die-Cut, mehr nicht. Keine Perlen, keine Blümchen. Es soll gar nicht so dick werden dieses Mal, dass da auch Fotos reinkommen. Weil Halloween ist bei uns durch. Meine Tochter geht nicht mehr los. Von dem nachher sind da nicht 100.000 Fotos, die ich irgendwo ausdrucken muss. Und deshalb sollte dieses Album für ja, diverse kleine Halloween-Fotos, dass man die einmal so zusammen hat, reichen. Nächste Seite habe ich einfach nur einen Schlitz hineingestanzt in das runde Papier. Das hier so ein bisschen verdeckt mit so einem Die-Cut, andere Form gewählt, auch was raufgeklebt. Mehr ist es dann gar nicht. So, dann kann man das alles wieder reinstecken und dann war es das auch schon. Soll nicht so kompliziert sein. Dann habe ich mir überlegt gehabt, so als Halteelement für so eine Seite. Hier ist dieses schöne Papier. Guckt mal, das ist so ein ja, gestrickter Pulli in so einem schönen Mintgrün. Und dann habe ich auch nur so in der Farbe ähnlich mir oval genommen, noch ein zweites. Nochmal was mit ausgestanzt und habe das jetzt hier nur so als Lasche gegengeklebt. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich finde, da passt das total gut. Wieder ein Viereck gewählt, wo das Bildchen drauf gepasst hat. Und dann sind das alles kleine Fotokarten, die dann hier hinter einmal halten. Ich habe die Lochverstärkungsringe auch in dem Lila gewählt. Da hat man den schönen Kontrast dazu. Hier haben wir eine ganz bunte Seite von dem Papier. Habe ich auch mir meine Schlitzstanzen mal rausgeholt, hier nochmal was gegengeklebt, da, damit es nicht ganz so leer ist und auch wieder einfach nur Text und ein paar Kärtchen. Und so geht das Ganze immer weiter. Hier habe ich nur so ein Die-Cut gegengeklebt, eine schöne Blume mehr nicht. Und dann kann man das einmal alles hier hinter stecken oder man könnte auch noch ein einzelnes Foto auf die Seite kleben, wenn man das möchte. Aber man kann halt eben so viele Texte noch nachstanzen, wie man möchte, wenn es nicht reicht und kann hier einfach alles dahinter mit hineinstapeln, wenn dann Platz ist. Hier ist wieder so eine ganz schwarze Seite wie vorne. Sehr dunkel, total niedlich. Und hier habe ich das auch wieder mit dem Oval nochmal wiederholt. Nochmal das Bild dazu und einfach was zum Hinterklemmen. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Haben wir hier nochmal so eine beigefarbene Seite. Und habe geguckt, dass ich immer das ganze Papier, jede Seite einmal hier mit dabei habe, dass alles ein bisschen aufbraucht. Hier haben wir wieder dieses schöne Motivpapier. Und da habe ich einfach nur das hier gegengeklebt und dann kann da was hinter. Hier habe ich noch mal eine Tasche gefertigt, sogar mit so ein bisschen Goldrand. Kann man wieder was hinterstecken. Auch wieder schönes Die-Cut mit dazu. Das waren echt so niedliche Bildchen. Und so geht das immer weiter, bis man fast durch ist. Hier ist dieses karierte Papier, habt ihr ja bei dem Tessel gesehen. Ich finde, das kam dadurch echt total cool zur Geltung. Hier habe ich auch noch mal eine Randstanze genommen. Doppelt genommen und dann kann man da immer schöne
Taschen mitmachen. Ganz simpel was drauf. Und das war es dann auch schon fast gewesen. Hier so nochmal Einsteckschlitze. Auch nochmal kleine Kärtchen mit Bildern. Das wiederholt sich dann halt immer alles. Aber man muss ja auch ein bisschen was unterkriegen. Und hier habe ich mal eine andere Stanze noch genommen. Und zwar habe ich eine Tackstanze genommen, habe die nicht ganz durchgekurbelt. Dadurch hat man das eben ganz lang und doppelt, hatte das vorher gefalzt. Und ich habe so eine Stanze ausprobiert, die hatte ich mal bei Temu gekauft, wo jetzt eben halt so ein Klappelement mit rauskommt. Es ist nicht ganz so prall geworden, aber ich denke, das geht. Und zwar, dass man jetzt diese Funktion hat, dass dann einmal hier diese Fotos hier sich so zusammenklappen und das mit rauskommt. Und dann habe ich hier schon zwei Bildchen und dann kommen hier eben noch zwei normale Bilder mit rein. Man könnte jetzt ja hier auch noch mal was mit reintun, aber ich habe es jetzt erstmal so simpel gelassen, dass das einfach nur zum Klappen ist und hier auch wieder nur mit einem Oval gearbeitet. Mehr habe ich nicht gemacht, sollte nicht zu viel Schnickschnack sein. Hier auch noch mal so ein schwarzes Oval und so eine schöne bunte Seite. Also ich finde schön, dass da kein Orange mit dabei ist. Das mag ich bei Halloween nicht. Und hier nochmal, ja, schwarz. Auch wieder das Oval gewählt zum Einstecken. Und dann reicht mir das auch. Mehr muss ich da nicht haben und es sollte auch nicht so kompliziert sein. Aber ich hatte es halt schon lange rumliegen und jetzt habe ich es einmal fertig gemacht. Alle Die-Cuts mit aufgebraucht. Und so habe ich jetzt diesen ganzen kleinen süßen Block einmal verbastelt. Die haben auch noch anderes niedliches Papier und das ist so von der Oberfläche her ist das so auch ganz glatt. Also es ist ganz schön, so ein bisschen glänzend. Ja, das war einmal das Mini-Album. Ich finde es ganz niedlich, reicht dann auch. Mehr muss es nicht sein. Und jetzt geht es noch weiter mit meinen eingekauften Sachen. Ach, und bevor ich es vergesse, ich habe natürlich einen dicken Shaker gemacht. Man sieht das gar nicht, weil es hier unten alles rumschwimmt. Die ganze Shaker-Füllung. Und ich hatte mir Tüll genommen, den ich schwarz angemalt habe mit einem Stift. Ich habe ja letztens mir schwarzen Tüll bestellt gehabt für das eine Creepy-Album. Hier habe ich mir weißen Tüll genommen und habe den schwarz angemalt, damit das eben besser durchzusehen ist. Mal noch so als Basteltipp. Also wenn man mal keinen schwarzen Tüll hat, kann man den auch mit einem Filzstift schwarz anmalen. Ja, das hatte ich hier gemacht. Einmal nochmal mit Tüll. Und hier ist einmal diese Shaker-Füllung. Die habe ich so auch mit, ja, schwarz, lila, Holo. Und hier habe ich allerdings ein bisschen orange, aber nur ein bisschen. Und das verschwindet aber fast alles hier unten. Aber es ist natürlich ein Tüllshaker geworden. So, jetzt kommen wir aber zum Geshoppten. Ich habe bei Bastelwelt Schobes mir zwei Blöcke bestellt und noch ja, so ein Klebe Wanna und noch ein bisschen rosanes Papier. Ich liebe ja von Craft Emotions, dieses Babyrosa, das ist für mich das schönste Rosa, was es überhaupt gibt. Diesen Leinen-Cardstock, den hatten sie nur noch in der Größe, nicht mal mehr in 30x30. Da muss ich mal gucken, wo ich den organisieren kann. Ich hoffe ja, dass ich noch mal schönes rosanes Papier jetzt auf der Hamburg Kreativmesse Ende Oktober bekomme. Da bin ich schon ganz gespannt, was sie da an Farben haben, was da so für Aussteller sind. Da werde ich auch sein, da freue ich mich echt schon total. Ja, deshalb nur einmal so kleines Papier. Aber ich liebe es. Ja, dann, Olga benutzt das immer so viel. Und zwar diesen Adhesivroller, weil ich habe mir jetzt auch mal ein bisschen dünnes Papier bestellt. Und da lässt sich das immer manchmal schlecht mit dem Tacky-Glue kleben, dass man dann doch so ein bisschen Klebespuren hat und weil es so durchkommt. Und deshalb habe ich hier gleich so einen großen mal mitgenommen, wo ordentlich was drauf ist. Weil im Verhältnis gesehen, wenn man die bei Rossmann kauft, sind die auch ganz schön teuer gewesen. Da ist auch nicht so viel drauf. Und den kann man dann ja halt auch nachfüllen. Deshalb einmal Kaufentscheidung mal damit zu arbeiten. Und ich habe mir zwei Blöcke bestellt. Einen ganz großen mit dünnem Papier. Das ist so ein Block mit 180 Blatt, dass ich mal was da habe, einfach zum Verbraten. Oder wenn ich halt für ein Mini-Album dünnes Papier für die Innenseiten brauche zum Leeren, dass ich dünnes Papier da habe, einfach in bunt oder ja, für irgendwelche Zwecke, wo ich so denke, okay, das ist jetzt nicht gerade das beste Papier gewesen. Wenn man mal was falsch stanzt oder irgendwie sowas, dass einem das nicht so in der Seele wehtut. Ihr wisst ja, was ich meine. Und das sind jetzt hier 180 Blatt, Frühlingsfarben. Ich blätter das einmal ganz schnell durch. Also das ist jetzt nicht so spektakulär. Wie rum kommt's? So rum kommt's. Ja, bunte Seiten. Und
sehr bunte Seiten. Also man kann das auch mal zweckentfremden für irgendwas anderes. Aber es ist halt dünnes Papier, deshalb auch dieser Kleberoller, dass ich das dann damit auch festgeklebt kriege, ohne Klebespuren zu haben von dem ganzen anderen Kleber. Ja, verschiedene Varianten sind drin. Gestreift ist mal schönes Hintergrundpapier. Alle möglichen Varianten. Rot ist ja nicht so meins, aber hier kommt jetzt halt so ein bisschen Kirschen. Grün mag ich immer. Bisschen was Buntes, kleine Pünktchen. Oder hier hat man schön so einen Farbverlauf, da kann man ja dafür ganz viel benutzen. Man muss ja nicht die Erdbeeren nehmen. Zitronen, Pünktchen finde ich auch total cool. Und Streifen mag ich halt total gerne. Bisschen Eis, wieder Pünktchen. Ja gut, Gras ist jetzt sehr gewöhnungsbedürftig. Wer weiß, wofür ich Gras vielleicht noch brauche. Und das finde ich eben halt schön. Einfach ein Haufen Blümchen in schön seichten Farben. Nochmal Gelb, Pastell, Aprikot, bisschen Grün. Und so geht das hier einmal weiter. Hier ist auch nochmal schön mit Pünktchen, so ein bisschen Mintgrün. Wieder ganz viel Aprikot. Und ich mag Aprikot und Orange und Mintgrün, diese ganze Kombination, total gerne. Deshalb einmal hier dieser Block, da kann ich verbraten, gucken, wenn ich dünnes Papier brauche, dann habe ich da zumindest genügend da, in verschiedenen Varianten. Damit ist mal schnell ein kleines Mini-Album zusammengeklebt, wenn das, finde ich, auch nicht aufwendig sein soll, weil man eben halt so viel Uni-Papier hat mit kleiner Musterung. Deshalb dieser Riesenblock. Und ich habe noch einen zweiten Block gefunden. Der ist so schön und ich mag schon Orange mittlerweile. Nur nicht Halloween-Orange, sondern anderes Orange, eher so Aprikot. Das ist einmal Die Cuts with a View. Das ist, glaube ich, so eine amerikanische Marke. Und der ist überall, der ist beglitzert. Ich finde es so cool. Ich liebe dieses Glitzerzeugs auf dem Papier. Ja, Baby Girl heißt der. 48 Blätter, richtig viel drin. Und den blätter ich auch mal eben schnell durch mit euch. Ich fange mal hinten an. Ja, grün. Und man sieht jetzt hier einmal das Beglitzerte. Dann eine relativ normale Seite mit Orange und so einem schönen, ja, Maigrün, hellgrün. Hier ist wieder beglitzert. Und jetzt stellt euch das vor, ihr macht so ein süßes, kleines, ja, Portemonnaie mit einer Stanze, leert das mit so einem Papier. Das kommt so super zur Geltung, auch für Schachteln und Boxen. Als zweite Lage obendrauf finde ich mega, dass das so simpel ist. Also ich finde, dieser Block ist gar nicht so babyhaft. Hier auch schönes Hintergrundpapier, schönes kleines Motiv, nicht so riesig. Dann mega, guckt euch das mal an, wie das glitzert. Ich komme mal noch näher ran. Ich hoffe, das ist dann zu sehen. Nochmal scharf stellen. So, alles mit Glitzer und Holo. Die ganzen Karos, ich finde es mega. Also für so eine Girly-Boxen total super geeignet. Hier ist das so ein bisschen, ja, mit Rahmen. Könnte man sich dann die Leisten abschneiden. Schönes Rosa, ganz klein gemustert auch. Total super. Hier ist es ein bisschen bunter. Dann wieder auch kleines Muster. Orange. Hier haben wir so ein paar Pilze. Das nochmal so ähnlich, nur mit mehr Pink. Hatten wir ja vorhin schon. Aber hier ist ganz viel beglitzert. Sehr dominant das Ganze. Karo geht ja immer. Ist so ein bisschen ostermäßig. Das finde ich auch total schön. Auch wieder nur so ein paar Pünktchen haben. Diesen Glitzer-Style. Dann mega Seite, guckt es euch an. Die Streifen, ganz rosa, total schön. Ach, es ist so Papier zum Streicheln und zum Angucken. Dann haben wir hier verschiedene kleine Bildchen. Text kann man sich ja ausschneiden, wie man möchte. Kann man wieder hinten ein Foto drauf machen als Fotokarte im Album. Wieder noch Karo. Hier könnte man das auch einzeln nochmal ausstanzen, wenn man so eine ähnliche Stanze hat oder nur viereckig. Aber ich finde durch und durch total gelungener Block, auch das Grün. Ich mag das ja sehr gerne. Hier nochmal gestreift und nochmal Buchstabenwirrwarr und auch nochmal ein bisschen das Ganze mit Glitzer. Ja, ich finde ihn mega. Ich freue mich total, dass der doch so schön ist und so wenig babyhaft und alles so schön beglitzert ist. Der ist echt schön und so viel Papier. Also es ist eben von allem, glaube ich, immer drei Seiten
muss man nicht denken, so, oh, jetzt habe ich eine Seite benutzt, dann habe ich nichts mehr. Nein, ich kann mich ein bisschen austoben. Ja, das war einmal das ganze Papier. Und jetzt kommen noch ein paar Stanzen. Und zwar, ich habe mir bei Pandahall relativ viel bestellt und ich zeige euch zumindest einmal die Stanzen, weil die sind alle von Globeland und ich habe sie alle bei Pandahall für ein Schnäppchen bekommen. Ich habe einmal rausgesucht gehabt, was es bei Globeland kostet und bei Pandahall. Also bleibt dran. Ja, fragt mich nicht, warum Pandahall so viele Globeland-Stanzen so günstig verkauft. Bei denen sind aber auch die Angebote jede Woche anders. Also es nützt nichts, dass ich das jetzt hier verlinken würde, weil jetzt sind die schon wieder teurer, aber dafür andere Stanzen umso viel günstiger. Man muss da halt gucken, was haben sie, gefällt mir das, bestelle ich das. Also wenn das auch 2 Wochen im Warenkorb liegt und man wieder reinguckt, ändert sich der Preis auch wieder, habe ich festgestellt. Also deshalb immer gucken und wenn ihr was haben, bestellen. Das sind jetzt einmal noch dann, aber da kommt immer noch Porto drauf und 19% Mehrwertsteuer bei Globeland ja aber genauso. Aber ich habe einmal die Preise gegenübergestellt, damit ihr mal wisst, warum ich bei Panahal ganz viel einkaufe, weil die sind echt super günstig zum Schnäppchen machen. Was ich total cool fand, muss ich euch zeigen. Und zwar habe ich für 1,35 € dieses ganze Set bekommen. Ich habe nämlich noch nicht hier so ein Schmuckteil, wo die Perlen reinkommen, wo man halt so Perlen reinlegen kann für eine Kette oder dass es einen nicht so abhaut. Dann war noch mit dabei hier dieses Tütchen an so kleinen, ja, matten Perlen, ganz bunte Perlen und einmal so eine Rolle mit Stretchband. Ja, sagenhafte 1,35 €. Und dann machen wir mal mit den Stanzen weiter. So, das sind jetzt einmal die ganzen Stanzen. Ich habe ein Stempelset mir bestellt gehabt. Bei Globeland sind Stempel aber eh immer günstig. Ich glaube 1 € oder 1,18 €. Ich habe jetzt hier für dieses Set einmal 37 Cent. Möchte so eine Briefmarken machen und ich hoffe, ich kann das mit Weiß embossen, diese ganzen Stellen, dass das auch ein bisschen zur Geltung kommt, wenn ich so eine Briefmarken selber mal mache. Auf rosa. Ich dachte mir, weißes Embossingpulver auf rosa und dann in so einem Briefmarkenlook. Ja, deshalb einmal dieses Stempelset. Dann kommen wir zu den Stanzen. Sind wir bei solchen Briefmarkenstanzen? Bei Globeland 7,75 €, bei Pandahall 2,95 €. So, heute knistert das mal mehr. Viel mehr. So, hier ist einmal jetzt dieses Riesenset mit ja, Tickets, so Briefmarken, nochmal Tickets in verschiedenen Varianten. Ich habe nur eine Ticketstanze und aber nicht so viele verschiedene, total cool. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, das einmal zu kaufen und dann muss ich mal halt gucken, wie das ist mit dem Stempeln. Also hier kann man dann ja seine Briefmarken dann ausstanzen in verschiedenen Varianten und kann dann vorher vielleicht schön mit Stempel und Embossingpulver das einmal so cool herrichten. Deshalb einmal dieses Riesenset, total cool, ja, für knapp 3 €. Dann haben wir hier einmal, ich habe noch keine Sommerstanzen so für Mini-Album, einmal anstatt 4,16 € 1,74 € bei Pandahall, einmal so ein paar, ich habe es jetzt schon mal alles aufgeschnitten, ein paar Palmen, einmal ganz normal, dass man das nur mit einfarbigem Papier macht, wie eine Silhouette, vielleicht in Schwarz und das Ganze nochmal hier zum Leeren, dass man die Palme einmal richtig machen kann mit dem braunen Stängel und dem grünen Blattwerk. So, ich mache aber gar nicht so lange hier. Ich mache das einmal hier im Schnelldurchlauf. Dann, ich weiß gar nicht, ob hier steht jetzt Bene QA drauf. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Auch so ein Set, aber was bei Globeland ist, anstatt 4,98 € für 1,57 €. Da kann man diese Rosetten mitmachen, die ich letztens in klein gemacht habe. Dass man da diesen Orden, diesen Anstecker mitmachen kann, mit solchen Bannern unten dran. Diese Teilchen, wisst ihr ja, was ich meine, ne? Wenn die Leute ihren Schulabschluss haben, dass man hier diese Auszeichnung macht mit diesem Banner, dieses Runde hier, dann kann man das leeren. Hier hat man noch so ein Pokal, einmal so ein größeres Set. Ich habe das ja letztens in klein gemacht, in dem Embellishment-Album und das einmal jetzt in groß und gerade die Stanze, die ist eben so toll, dann sieht das aus, als ob das eben so eine richtige Rosette ist. Ja, total cooles Set für 1,57 €. Dann, ich weiß nicht,
4,72 € jetzt 1,91 €. Eine so eine kleine Box. Ich habe so eine komische Box, wo man so Toilettenpapier raustubbeln kann. Die hat Nicole Silhouette damals designt. Das Ganze ist das jetzt hier in klein, total niedlich. Einmal der Boden von der Box, dann hat man hier die Seitenteile, die muss man alle zusammenkleben. Und einmal den Deckel, ein so ein, ja, wie so ein Zirkushält. Das Dach einmal und kann man auch leeren. Und dann kann man sich so eine kleine süße Box machen mit so einem, ja, schrägen Deckel, der oben spitz zulaufend ist. Total niedlich das Set. Und dann gibt es eben halt nur eine kleine Box. Ich habe das Ganze in groß und das fand ich total cool für 1,91 €. Einmal so eine kleine Box zum Basteln. Und bei Globeland ist das alles auf der Seite erhältlich. Dann haben wir hier einmal so eine große Flasche anstatt 4,98 € 2,07 € mit, ja, schicker Option. Kann man dann halt großen Schicker machen, Unterwasserwelt oder eben halt auch, wenn man sich seitlich hier vielleicht eine kleine Vorrichtung macht, auch was wie so ein kleines Mini-Album oder ein Tag. Aber ich fand es total cool, ja, für 2,07 € einmal so eine ganz große Flasche zu haben mit der schicker Option. Dann geht es noch weiter, noch mal Richtung Sommer. Kleine Badelatschen habe ich noch gar nicht. Anstatt 3,18 € nur 1,53 €. Und die kann man auch ein bisschen leeren. Das finde ich ganz schön. Also hier einmal so einzeln mit so einem schön gestickten Rahmen. Dann haben wir hier einmal diese Flip-Flop-Funktion, dass man das hier raufkleben kann. Und man kann sich dann noch austoben mit verschiedenen Schleifen. Die kann man auch übereinander leeren. Einen kleinen Delfin, eine Muschel, eine kleine Herzbrille, total niedliches Set. Dann hier ist noch gleich so eine Quietscheente mit dazu, ein paar Schmetterlinge, Melonenstückchen. Hier sind wieder Schleifchen, Seesterne. Ja, dieses ganze süße kleine Set, total cool. Habe ich mich total gefreut, dass ich das gefunden habe, weil ich es halt schon bei Globeland gesehen hatte. Dann einmal dieses Set. Hatte ich jetzt geguckt, bei Globeland nicht mehr gefunden. Das war gerade ausverkauft, aber es ist ein neueres Set. Das ist noch nicht alt. Das sind auch noch mal so eine Reiter. Ich habe jetzt nur 1,72 € bezahlt bei Panda Hall. Ich weiß, dass es bei Globeland fast 5 € waren. Da kann man sich diese Reiter noch mal machen zum Reinstecken in die Seiten mit verschiedenen Sachen, die man aber darauf kleben muss. Also man hat zum einen eben halt so ein schönes Shabby Herz, kann das noch mal darauf leeren und das kann man in der Sternchen-Variante machen. Einmal oval, dann haben wir noch mal rund, viereckig und einen Schmetterling. Da kann man sich ein bisschen austoben und seine kleinen Reiter dazu machen. Total cool. Auch, dass das so viel shabby ist und man das ein bisschen leeren kann mit Stanzen, die dann noch mal einen gestickten Rand haben. Dann noch mal ein Set Richtung Briefmarke. Anstatt 4,07 € 2,01 €. Da kann man so eine große Karte machen und kann das auch noch mal ganz oft leeren und kann das aber auch als Karte belassen oder man kann es dann halt verschenken und man könnte sich das so abzubbeln und hätte dann Briefmarken. Ja, einmal in Rechteck und in quadratischer Variante und ganz viele Stanzen dazu zum Leeren. Deshalb habe ich das noch mal mitgenommen und eben auch nur 2 € dieses Riesenset. Total cool. Also geht da mal rauf. Also bei mir klappt das mit Panda halt total super. Das kommt hier mal alles super verpackt an und die haben echt schöne Stanzenschnäppchen. So, und letzte Stanze noch. Nochmal eine Box. Anstatt 6,22 € nur 2,61 €. Das ist so eine viereckige Box. Das muss man zweimal auskurbeln, dann wird das alles unten zusammengeklebt hier an der Seite. Und dann kann man noch einen Deckel machen. Auch wieder eine Schleife mit dazu, total cool. Also Globeland nutzt ja immer total cool die ganzen Zwischenräume, um Deko-Elemente da mit dazu zu machen, dass man sich da echt austoben kann. Hier haben wir auch wieder eine schöne Briefmarke, Blümchen, eine kleine Wimpelkette. Also die machen schon alles richtig gerade, finde ich. Und Stanzen tut das immer total super. Aber warum Panda Hall das so günstig verkauft, weiß ich nicht. Ich bin Schnäppchenjäger, ich gucke gerne, ich sitze gerne vorm Handy, wenn ich mal irgendwo bin und gucke, was ich wo günstig kriege. Und dann wird eben halt bestellt. Und ich habe jetzt eben, ich glaube, ja, Globeland-Wert wären fast 50 € gewesen und ich habe jetzt eben, ja, weit unter der Hälfte bezahlt. Also so, wer da mal stöbern mag, guckt mal bei Panda Hall, die haben immer echt viele Angebote. Gerade auch an den Stempeln haben die echt total viel. Da kann man echt wirklich jetzt gerade zur
Adventskalenderzeit, wer jemandem eine Freude machen möchte und eine Happy Meal irgendwie bastelt, kann da coole Sachen einshoppen. Ja, das war dann heute hier langes, großes Video, Mini-Album, was bestelltes Papier, Stanzen ohne Ende. Ja, lasst mir gerne einen Kommi da. Morgen geht es weiter mit den Global End Sachen. Machen wir nochmal ein bisschen Werbung. Da kommen einmal die Schlüsselanhänger und die Beaded Pants, einmal so ein bisschen Sneak Peek. Gut, ich gehe jetzt noch in den Garten, werde ein bisschen das schöne Wetter nutzen und dann sehen wir uns oder hören uns morgen wieder. Tschüss!